Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Bytekrieger und es geht weiter mit Zelda Twilight Princess. Wir müssen uns die restlichen Schattenkäferchen hier holen. Mal schauen, ob wir die irgendwie erwischen können. Erstmal müssen wir von den Viechern hier entkommen. Beziehungsweise wir müssen die alle platt machen. Hoffentlich haben wir sie alle. Nein. Aber jetzt. Sehr gut. So, dann müssten wir auch schon weiterkommen. Mal da hinten ist irgendwas, ja? Da kommen wir auf jeden Fall noch nicht lang als Wolf. Schauen wir mal. Es war ein bisschen zu weit. Dann mal hoch da. Warum muss ich eigentlich ausgerechnet hier Wache schieben am Ende einer Sackgasse? Ist doch völliger Blödsinn. Vielleicht haben die mich ja auch abgeschoben, weil ich zu nichts anderem tauge. Jo, wäre möglich. Muss aber nicht sein. Das war jetzt mal ein bisschen fail. Ich habe jetzt auch noch Steine. Bin ich jetzt nicht so begeistert davon. Hoffen wir mal, dass uns keiner erwischt. Oh Mann, hier ist ja schon wieder ein neuer Geist hier entstanden. Und ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht gebrauchen kann. Da ist wohl jetzt kein Durchkommen mehr. Jo, das könnte wohl sein. Bloß weg hier. Ach, schnappen wir uns erstmal den Mistvogel hier. Da ist er auch schon ruhig. Und da haben wir auch schon unseren letzten Käfer. Nee, doch nicht der letzte. Da müsste noch irgendwo einer sein. Die Frage ist, wo? Wo ist der letzte Käfer? Hier geht's nicht weiter. Gute Frage. Erstmal raus hier. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo noch einer. Kommen wir noch nicht lang. Nicht, dass der jetzt da hinten irgendwie ist. Vielleicht ist er auch hier irgendwo. Ah, hier ist er. Haben wir den tatsächlich vergessen hier? Ah, da haben wir ihn doch schon. Sehr schön. Dann brauchen wir eigentlich nur noch die im Dorf, hoffe ich. Erstmal das Gespür abschalten hier. Die Frage ist, wo geht es jetzt lang? Ich glaube da hoch. Hat uns jetzt auch nicht sehr viel gebracht. Komm hoch da. Also manchmal will er einfach nicht. Na, da bitte auch. Ja, dankeschön. Wobei natürlich noch die Frage offen ist,
Können wir jetzt dann einkaufen, beziehungsweise wird das Dorf wieder hergestellt? Wenn ja, können wir dort unsere ersten Sachen shoppen gehen. Das wäre ziemlich cool. Ja, bloß weg hier. Ich finde es schade, dass wir nicht ein bisschen schneller laufen können. Oh, da sind wir auch schon wieder im Dorf. So. Der erste müsste hier sein. Hier hängt irgendwas. Feuergefahr. Lampen strengstens verboten. Ja gut, wir haben keine Lampen dabei. Das dachte ich mir schon, dass da irgendwas ist. Weg mit dir. Gib uns das Licht zurück. So, und dann gehen wir mal hier raus. Jetzt wissen wir auch, wie wir hier hochkommen. Hier ist auch schon der letzte. Der musste jetzt ja da reingehen. So, erstmal Herzchen holen. Ah, der ist da drinnen, okay. Werden wir ihm mal ein bisschen Feuer machen. Alter, jetzt brennt's noch. Verdammt, was soll das? Ich habe echt keine Lust, hier mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Ja, bloß weg hier. Werden wir wohl doch nicht mehr ans Licht. Ah, da hinten. Ja klar, das Feuer hat jetzt die Käfer gekillt. Puh, kannst du bei der Suche nicht etwas besser aufpassen? Für diesen Strahlentau hat ein Haus in die Luft gehen müssen. Den solltest du also besonders schätzen. Da hast du recht. Aber das war auch unser letzter Strahlentau. Das ist super, weil jetzt müssen wir wieder zum Menschen werden. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und wir sind wieder wir selbst. Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen. Hehehe, man sieht sich. Ja, das stimmt. Da kommt auch der Lichtgeist schon wieder. Was ist denn das? Mein Name ist Eldin. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Auserwählter. Dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Heiligtum eines stolzen Bergvolkes. Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort von allem, was ihn jetzt noch entweiht. Ja, Riesenwalross mit Tigerflügeln, das machen wir.
So, jetzt ist die Frage, wo die Kinder sind. Oh. Sehr gut. Halt! Oh. Na, ich hab's doch gleich gesagt. Beide ist gekommen, um uns zu retten. Du bist also der junge Mann aus Ordon, von diesen Kindern, von denen diese Kinder berichtet haben. Entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Und dies ist meine Tochter Luana. Die Monster hatten uns entführt und dann haben sie uns irgendwo ausgesetzt. Aber der Priester hat uns den Weg hierher gezeigt. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordon kommen. Einem Dorf im fernen Latuan, so weit weg von hier. Wir können uns auch nicht mehr erinnern. Auf einmal waren wir gefangen. Alles ist so seltsam. Es ist alles wie... wie ein Albtraum. Genau, das hätten wir... als hätten wir uns in einem Albtraum verlaufen. Wie ein Albtraum. Hm, dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Goronen in den Bergen sahen uns plötzlich als ihre Feinde an. Sie erlauben uns immer noch nicht, auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Sicher findet sich der Grund dafür in der Mine. Nimm auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen, egal was geschieht. Schließlich ist es unsere Heimat. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Goronen von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können doch nicht einfach abhauen und die Leute hier ihrem Schicksal überlassen. Was meinst du, Byte? Können wir nicht irgendwas tun? Gibt es denn keine Möglichkeit, sich wieder mit den Goronen zu versöhnen? Ach, wenn doch nur jemand in die Mine gehen und etwas unternehmen würde. Lass mich raten, dieser jemand sind wir. Ich befürchte es fast. Byte, es ist gefährlich, sich der Mine zu nähern. Wenn Colin und die anderen weg sind, wird es hier sicher ein wenig einsam. Aber sie müssen zu ihren Eltern. Bring sie bitte wieder heim. Ja. Das haben sie schon mal gesagt. Die Frage ist, wie bringen wir die dazu, dass sie jetzt uns mitkommen? Gute Frage. Wir müssten eigentlich in die Mine gehen. Jetzt schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hier ist ja ein Gebrauchtwarenhaus. Vielleicht können wir da was erwerben, was uns nützlich sein kann. Ah, okay, die Leute sind wohl noch nicht in ihre Häuser zurückgekehrt. Läuft noch nicht wieder an, das Geschäft. So. Frage ist nun... ja, da können wir überall noch nicht rein. Hotel Eldin. Können wir hier ins Hotel schon wieder rein? Hey, wir können zwar wieder rein, aber ich glaube, wir waren hier schon. Ja, da war auch einer der Käfer.
Problem dabei ist allerdings, dass hier natürlich nichts offen hat. Bisher. Das heißt, wir können auch keine neue Ausrüstung kaufen erstmal. Wir müssen in die Mine. Und ja, mit den Goronen verhandeln. Ob das Ganze was wird, sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und schaltet wieder ein.